Hallo und herzlich willkommen, ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV und heute melde ich mich für euch aus Griechenland. Und wenn wir schon in Griechenland sind, dann müssen wir natürlich auch über die Griechen sprechen. Also wir sprechen natürlich heute nicht über die Griechen als Ganzes oder über die Situation hier, über das Volk, nein, sondern wir sprechen natürlich über die Optionskennzahlen. Und die wichtigste Optionskennzahl für meinen Handel und auch für die meisten Optionshändler, die ich kenne, ist natürlich das Delta. Das Delta ist ja eine Kennzahl, die man auf der einen Seite sehr technisch betrachten kann. Das heißt also, mit Hilfe des Deltas kann man ja feststellen, wie stark sich der Preis einer Option verändert, wenn sich das Underlying verändert. Machen wir ein einfaches Beispiel. Wir haben ein Delta von 0,20. Dann wissen wir schon mal, es ist ein Call, denn alle Call-Optionen werden mit einem positiven Delta besehen, also 0,1, 0,2 und so weiter. Put-Optionen, da wird immer ein Minus davor gesetzt, das heißt, eine vergleichbare Put-Option würde eben dann ein Delta von minus 0,10 haben. So, und wenn es hier ein bisschen wackelt, dann liegt das daran, dass es ein bisschen Wind geht hier, weil ich sitze in so einer Strandbar am Meer, tolles Wetter gerade. Und also um aufs Delta zurückzukommen, und was sagt jetzt das Delta also mathematisch aus? Das Delta, damit kann man berechnen, wie stark sich der Preis einer Option verändert, wenn sich das Underlying um einen Dollar verändert. Also einfaches Beispiel, wir haben eine Aktie und die kostet, was weiß ich, 70 Dollar. Und wenn wir jetzt eine Option haben, die ein Delta von 0,20 hat, dann heißt das, wenn sich das Underlying von 70 auf 71 Dollar verändert, dann wird sich diese Option, die wir haben, um 0,2 Dollar, also 20 Cent, verändern. 20 Cent, natürlich muss man das wieder multiplizieren mit 100, das heißt also 20 Cent, 2 Dollar, 20 Dollar würde sich dann die entsprechende Option verändern. Je näher wir ans Geld gehen, also wenn wir Optionen haben, die ein Delta von oder die at the money sind, das heißt, die haben dann ein Delta von 0,50, das heißt, Underlying bewegt sich um einen Dollar, dann würde sich die Option um 50 Cent bewegen. Das ist genau das gleiche bei Future-Optionen, bloß eben mit dem Unterschied, dass wir da immer ein Bezugsverhältnis von 1 zu 1 haben. Das heißt, eine Option bezieht sich immer auf einen Future. Bei Aktien, das wissen wir, und bei ETF-Optionen bezieht sich eine Option immer auf 100 Aktien, deswegen der unterschiedliche Multiplikator. Es wird immer davon ausgegangen, was passiert, wenn sich das Underlying um einen Dollar nach oben entwickelt. Das heißt also, wenn es beispielsweise im Underlying nach unten geht, dann wird eben die Put-Option gewinnen um das entsprechende Delta und die Call-Option entsprechend verlieren. Ganz klar, das ist eine ganz einfache Sache, das kennt glaube ich auch jeder. Es gibt aber noch so ein paar andere Dinge übers Delta, die eigentlich für den Handel viel, viel wichtiger sind, nämlich beispielsweise kann man mit Hilfe des Deltas etwas über die Wahrscheinlichkeit aussagen. Also, man kann beispielsweise sagen, dass das Delta etwas darüber aussagt, zum jetzigen Zeitpunkt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass zum Verfallstag das Underlying in the money sein wird, in Bezug auf die entsprechende Option. Auch hier wird ein kleines Beispiel. Wenn ich also eine Option habe mit einem Delta von 20, das heißt entweder beim Call 0,20 oder bei einem Put minus 0,20, dann weiß ich, dass vom heutigen Tag ausgehend diese Option nur eine 20-prozentige Wahrscheinlichkeit hat, dass das Underlying zu diesem Zeitpunkt am Strike oder darüber bzw. im Put darunter sein wird. Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich auch so ein bisschen schon eine Vorauswahl treffen, dahingehend, welche Optionen kaufe und verkaufe ich denn. Wenn ich Optionen verkaufe, möchte ich natürlich eine möglichst große Wahrscheinlichkeit haben, dass die Option am Ende wertlos verfällt. Und deswegen werde ich jetzt keine In-the-Money-Optionen mit einem Delta von 60, 70 oder 80 verkaufen, sondern ich werde Optionen Out-of-the-Money verkaufen. Also 5er-Delta, 10er-Delta, eine einfache Standardabweichung, roundabout 16, 17er Delta. So, all das werde ich machen. Wenn ich solche Optionen dagegen jetzt kaufen würde, hätte ich ja nur eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, dass diese Optionen am Ende dann wirklich auch ins Geld gehen. Und das heißt, wir wissen, wenn sie am Ende nicht ins Geld gehen, dann werden sie wertlos verfallen. Also wird man als Optionskäufer eher Optionen kaufen, die ein Delta haben von vielleicht
50, also am Geld sind oder sogar leicht im Geld sind. Also bei Aktienoptionen ist es sehr häufig so, dass man sogar Optionen verkauft mit einem Delta oder kauft mit einem Delta von 60 oder 70. Wer natürlich mal Out-of-the-Money-Optionen kauft, also eine Option mit einem Delta 20, und dann bewegt sich das Underlying tatsächlich mal dahin, dann hat man natürlich einen riesengroßen Gewinn. Das ist dann so ein bisschen Jackpot, aber das passiert halt nicht allzu häufig, und deswegen ist es auf Dauer wirklich nur eine Strategie für Leute, die sich extrem gut auskennen, die also ganz genau eine Vorstellung haben, wie schnell sich das Underlying wohin bewegt. Das vielleicht noch verbunden mit einer kurzen Restlaufzeit, das bringt natürlich dann unheimlichen Hebel, aber das ist, glaube ich, nicht so das Geschäft, was die meisten von uns machen werden. Ein dritter Punkt, den man beim Delta noch mit beachten kann, ist der, dass wir mit Hilfe des Deltas auch so im Grunde genommen eine gewisse Anzahl des Underlyings kontrollieren können. Also wenn wir jetzt beispielsweise sagen, okay, wir kaufen jetzt von mir aus 100 Stück einer Aktie, dann müssen wir eine Summe X aufbringen. Wenn wir jetzt sagen, ah, wir wollen aber nur einen Teil aufbringen, dann können wir zum Beispiel sagen, wir kaufen eine Option am Delta 20 und kontrollieren dann im Grunde genommen 20 Aktien. Das heißt also, wenn jetzt entsprechend der Wert der Aktie sich verändert, dann werden wir eben so viel Geld verdienen mit dieser Option, vorausgesetzt die anderen Dinge wie Tether, Vega und so weiter, darüber sprechen wir, verändern sich nicht, wie eben von 20 Aktien. Wenn wir das bei Future Optionen machen, bedeutet eben 20er Delta, wir kontrollieren 0,2 Futures. So, und das ist vor allen Dingen für diejenigen interessant, die beispielsweise so etwas wie Delta Hedging betreiben. Das heißt, oh, jetzt bekomme ich gerade hier einen schönen Espresso geliefert. Vielen Dank. Also, dass ihr mir das auch glaubt, ich habe also jetzt hier wirklich, einen, hier, ihr seht, einen Espresso bekommen. Und das Schöne ist, in Griechenland gibt es immer, wenn man sich einen Kaffee bestellt, ich wusste das auch nicht, ich war das erste Mal hier, gibt es immer noch Wasser dazu. Und hier gibt es sogar noch was Süßes dazu. Das werde ich jetzt allerdings gleich meinen Kindern wieder mitnehmen. Okay, also. Das heißt, man kann auch hier nur eine gewisse Anzahl an Aktien kontrollieren oder an Futures. Und beim Delta Hedging kann man das also machen, dass man sagt, angenommen, ich habe eine Option verkauft und die hatte ein Delta von 15 und jetzt bewegt sich das Ganze gegen mich. So, und hat die Option ist angenommen auf ein Delta von 30 gestiegen. Wenn ich das Ganze jetzt neutralisieren möchte, dann kann ich eben hergehen und sagen, okay, dann kaufe oder verkaufe ich, je nachdem, ob ich einen Call oder einen Put habe, kaufe ich eben 30 Aktien oder verkaufe 30 Aktien, gehe die also short und habe damit wieder eine Delta-neutrale Position. Und das ist etwas, im Future-Bereich wird das nicht so oft gemacht, aber gerade im Aktienoptionsbereich wird das eigentlich sehr, sehr viel gemacht. Für mich ist das Delta, um das nochmal zu sagen, wirklich die wichtigste Kennzahl, weil ich fälle ganz, ganz viele Trading-Entscheidungen anhand des Deltas, vor allen Dingen dann, wenn ich die Position schon habe. Das heißt, wenn ich eine Position eröffnet habe, das passiert natürlich über das Beobachten des Underlyings, über charttechnische Dinge und so weiter. Wenn ich die Position dann aber mal habe, dann ist es häufig so, dass ich ganz, ganz viel dann nur noch anhand des Deltas entscheide. Das heißt, ich gehe dann her und sage, okay, ich adjustiere, wenn das Delta von einem bestimmten, was weiß ich, von 0,10 auf 0,20 gestiegen ist oder von 0,5 auf 0,15. Also da gibt es verschiedene Regeln, je nach Strategie, die man anwendet. Und mir geht es natürlich vor allen Dingen immer darum, möglichst Trades zu machen mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit. Und deswegen verkaufe ich eben immer Optionen out of the money mit möglichst geringen Delta und kaufe Optionen, wenn ich denn schon mal Optionen kaufe, mit einem möglichst hohen Delta. Jetzt muss man hier natürlich aufpassen, man kann jetzt nicht pauschal sagen, okay, dann verkaufe ich immer nur Deltas, Optionen mit einem Delta von 1, also 0,01, weil natürlich haben die nur eine Wahrscheinlichkeit von 1%, dass sie ins Geld laufen, beziehungsweise von 99%, dass sie wertlos verfallen. Aber man muss hier natürlich eine gute Mischung finden zwischen einerseits Prämieneinnahme, die man bekommt, und andererseits auch dem, was man hier erreichen will, weil eine Option mit dem Delta von 1, die gibt es zwar, aber die wird dann in der Regel auch nicht mehr gehandelt. Die Margins sind im Verhältnis zur eingenommenen Prämie sehr, sehr hoch, die Spreads sind sehr, sehr hoch, und deswegen hat sich es eigentlich so bewährt, dass Optionsverkäufer in der Regel Optionen handeln mit einem Delta zwischen, sagen wir, 5
und 30 etwa, also 0,05 und 0,3 bei den Calls, minus 0,05 und minus 0,30 bei den Puts. So, das war's also hier aus Griechenland über das Delta. Es gibt noch ein paar mehr Griechen, das heißt, ich werde mich noch weiter hier aus Griechenland melden mit ein paar Videos für euch. Wir sehen uns demnächst wieder und zum Delta passt eigentlich nichts besser als unser altbekannter Spruch, nämlich denkt immer daran, wir handeln nicht für den Jackpot, sondern fürs regelmäßige Einkommen. Ich lasse mir es weiter gut gehen hier in Griechenland. Wir sehen uns bald wieder zu Hause. Bis dahin, Servus, macht's gut, bye bye.